So, und herzlich willkommen zurück wieder bei Stranded Deep. Ja, mit neuer Konstruktion hier und das Mikrofon sollte sich jetzt auch wesentlich besser anhören. Hoffe ich. Und so, was haben wir denn eigentlich hier? Ich muss ein bisschen leise machen, so. Ja. Ich glaube, wir waren erst dabei, alles so ein bisschen zusammenzusuchen, was wir hier auf dieser Insel haben. Steine, Duct Tape. Wo hatten wir nicht das Boot? Ach ja, genau, das Boot. Wir holen uns mal unser Life Raft auch hier hinten hin. Mit dem Wasser drin. Ist nämlich, glaube ich, eine bessere Idee, das so ein bisschen bei sich zu haben. Und dann fangen wir mal an, uns auch ein Hütchen zu bauen. Obwohl, wie sieht's denn aus? Haben noch nicht so viel Hunger, das ist noch gut. Denn Kokosnüsse sind sehr sättigend. Jedenfalls für den Moment, so habe ich das mitgekriegt. So, hier kann es bleiben. Hopp, das kann eigentlich auch da drin bleiben. Und jetzt schaue ich erstmal, ob wir noch irgendwas hier auf der Insel haben. Wie diesen Stein. Wie diesen Stein. Lülülü. Lülülü. Wo ist ein Hai? Jetzt sag mir nicht, das ist eine von diesen Inseln, wo der Hai in der Insel schwimmt. Das muss man sich so vorstellen, ja? Insel? Hey! Insel? Hey! Was? Nö. Nee, was? Nee, ich hab nichts gesagt. Krabben könnten wir uns theoretisch holen zum... Wo ist der Hai? Zum Essen? Irgendwo hier muss ein Hai sein und irgendwas ist hier wahrscheinlich unter Wasser und... Hauptsache, es ist jetzt nicht permanent so. Dann schauen wir nochmal, da hinten ist eine Yucca-Pflanze. Bei Nacht kann man halt auch so wesentlich wenig sehen. Wesentlich wenig, das ist ein Wort. Kein deutsches, aber es ist ein Wort. Ja, irgendwo schwimmt hier ein Hai in der Insel, das sehe ich jetzt schon. Aber egal, stört ja keinen. Und ich hoffe, das geht auch mit der Facecam so. Ich habe die mal ein bisschen transparenter auch rechts oben in die Ecke gemacht, weil hier bin ich. Und ich glaube, hier ist das Spiel, so in die Richtung. So da, oder da, oder da. Da auf jeden Fall. Da nicht. Und dann entweder da oder da. Weiß nicht. Kommen wir zum Spiel. Ach, guck mal, noch ein Stein. So, wir haben jetzt ein paar Steinchen. Drei Stück an der Zahl. Noch ein paar Lashings. Und dann würde ich sagen... Wie viel haben wir? 2, 4, 6, 8. Warte mal, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Braucht man 8, um eine Plattform zu machen, oder wie war das? Dafür brauche ich jetzt gleich den Hammer, oder waren es jetzt nur 4? Ne, das waren doch, glaube ich, 8, oder? Das müssten wahrscheinlich 8 gewesen sein, deswegen, das war ein bisschen teurer. Foundation müsste... Genau, Foundation. 8 Sticks. So, ich würde sagen, wir... bauen uns mal... Am besten nicht an einen Stein, weil dann können wir nicht mehr gesehen werden. Wir bauen uns mal... Wo muss ich jetzt mal hin? Wir bauen uns einfach mal hier hin. So, unsere erste Foundation. Tada! Und jetzt brauchen wir Holz. Ganz viel Holz. Und ich sehe, wir haben nicht wirklich viele Palmen hier. Aber im Endeffekt müssen halt alle ab. Geht ja gar nicht anders. Irgendwo müssen wir ja Essen und Co. und Holz herkriegen. Na komm. Ja, also, die Bäume wachsen auch, wenn man sie schlägt. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir auch funktioniert. Scheinbar. Bäumchen 1 und ganz viele Kokosnüsse. Wie gesagt, Kokosnüsse sind eigentlich echt praktisch hierbei. So. Das ziehen wir nochmal ein bisschen mehr weg. Na komm, ich hab gesagt, wir ziehen das ein bisschen weg. Geht doch. So.
Dann haben wir hier die Kokosnüsse. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dafür sind sie ja da. Und hier haben wir eine große Palme. Sehr schön. Mal sehen, ob wir die auch so umschmeißen können. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja, einigermaßen. Haben wir noch Platz? Ja, haben noch Platz. Sehr gut. Dann nehmen wir die Kokosnüsse nämlich auch mit. Apropos, wir sind ein Vampir. Ja, wir haben keinen Schatten oder nix oder einfach gar nichts. So, zweiter Baum. Wir haben zum Glück genug Inseln bei uns ringsrum. Da 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben eine echt verdammt gute Insel gekriegt. Das muss ich echt sagen. Damit hätte ich auch gar nicht so gerechnet, aber ich freue mich. Unsere Hütte wird auch nicht zu groß werden. Muss sie auch nicht. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie man ein Bett macht. Wie macht man ein Bett? Puh, kein Plan, ey. Ein Bett. Nee, an ein Bett habe ich noch gar nicht gedacht. Also echt noch gar nicht. Wäre vielleicht mal eine Idee. Dann können wir nämlich die Nächte auch schlafen verbringen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Wäre vielleicht eine Idee. So, na komm. So. Die Kokosnüsse packen wir erstmal hier hin. Oh, war noch einer. Die hier rollt schon weg. Klasse. Der kommt hier hin. Wir machen mal... Warte mal, wie viele Foundations wollen wir machen? Ich würde sagen, wir machen noch... Naja, wir sollten nicht zu viel machen. Wir sollten einfach echt erstmal nicht zu viel machen. Erstmal nur, dass wir Wände haben und ein Dach über dem Kopf. Ausbauen kann man immer noch. Aber erstmal so einen kleinen Unterschlupf immerhin haben. Wir haben ja auch nur begrenzt Holz. Deswegen lieber vorsichtig damit sein. Man braucht Keys ja auch für Hämmer und allem drum und dran. Den Speer, den wir uns auch machen werden, damit man sich auch gegen die lieben, netten Haie verteidigen kann. So. Dann machen wir mal ein paar Foundations. Supports meine ich. Erstmal einen hier hinten hin. Dann einen da hinten hin. Einen hier hin. Und einen hier hin. So. Wie waren jetzt dann nochmal die Wände? Für die Wände brauchte man, glaube ich, diese Palmwedel. Jedenfalls, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das tue ich, aber ich bin mir da nie hundertprozentig sicher. Schauen wir mal. Haben wir ja genug davon jetzt gleich. Und von daher wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Ich hoffe echt, dass die Aufnahmequalität ein bisschen besser geworden ist. Also von dem Mikrofon her. Ist immer noch das gleiche Mikrofon, aber ein anderer PC, an den ich es angeschlossen habe. Und scheinbar ist das da besser. Vielleicht wegen der Soundkarte. Ich wüsste es echt gerne, aber ich hab keine Ahnung. So. Roof, 4 Palm Leaves, 4 Sticks. Dafür brauchen wir nur zu 2 davon. Dann machen wir uns doch erstmal einen Roof. Wände sind eigentlich fast sinnlos. Dann kann man auch nichts mehr sehen. Natürlich werden wir Wände machen, aber erstmal soll das hier so ein bisschen als Unterschlupf reichen. Und der Rest kommt dann später. Wie sieht's aus? Ein bisschen Hunger. Dann machen wir uns nochmal einen schönen Kokosnuss. Schlürfen.
So, damit haben wir schon mal keinen Durst mehr, haben aber noch ordentlich Hunger. Damit hauen wir einfach weiter drauf. Und bekommen dann Coconut Half. Mit dem können wir halt echt gut ein bisschen was stopfen. Oh, du sollst es essen, du. Sieht's aus. Einen können wir noch. Jawohl. Also mit einer gewissen Anzahl an Kokosnüssen kann man schon mal anfangen machen. Wie lange das dann halt verhält, ist das andere. Dieser Hai schon wieder, ey. Mann. Ja, unser Ziel hier ist natürlich Überleben. Und ich bin mal gespannt, wie lange das auch gut geht. Man weiß ja nicht, ne? Also ich werde mir erstmal ein paar Ressourcen zusammensammeln, sammeln. Mhm. Aber schaue jetzt erstmal. Wir können hier doch hoch. Oh, runtergefallen. Und hier kann ich jetzt eigentlich mal alles mitnehmen. Die Bandage, Paddel. War hier noch was? Pocket Knife. Jerrycan und Jerrycan. Platz haben wir noch einmal. Hinten gab es noch eine Leiter, oder nicht? Oder wir machen es einfach so. Funktioniert die eigentlich auch? Ja, Wahnsinn. Die funktioniert ja echt super. Wo ist dieser Hai? Der geht mir langsam echt auf die Nerven mit diesem Sound dann. Nein! Geht's gut? Ja, uns geht's gut. Okay. Also, was haben wir denn jetzt alles gekriegt? 2 Jerrycans. Eine Torch. Ein Paddel. Bandagen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Hier haben wir noch ein Paddel und das Duct Tape. Haben wir mal mit dabei. So. 2 Kokosnüsse, was machen die hier? Keine Ahnung, weg damit. Die gehören mir dann hier oben hin. So. Bett. Dafür hole ich mal was. So, jetzt nicht ans Mikrofon kommen. Bevor ich hier nämlich irgendwie aus der Ausnahme rausgehe oder so und das dann wahrscheinlich aus Versehen, sorge ich doch erstmal dafür, dass ich einfach mal woanders gucken kann. Okay, das will nicht. So. Dann schauen wir doch mal. Also, hier, ne? Schauen wir eben beim nächsten Mal. Aber dann weiß ich auch schon mal Bescheid. Bis dann. Ciao.